Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grundsteuer betrifft jeden in Deutschland, egal wer oder sie in der Wohnung wohnt oder im Haus, im Eigentum oder zur Miete auf dem Land oder in der Stadt. Und sie ist natürlich als zentrale Einnahmequelle für unsere Kommunen von ganz besonderer Bedeutung, damit vor Ort eben auch die entsprechenden Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlt werden können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt halt auch, wir reden über 35 Millionen Wohneinheiten in ganz Deutschland, die innerhalb kürzester Zeit für die Grundsteuer neu bewertet werden müssen. Schon an der Zahl 35 Millionen Einheiten sieht man doch, die Berechnung muss halbwegs einfach sein, sonst wird das ganze Modell, die ganze Umstellung nicht funktionieren. Und deshalb schlagen wir vor, und so haben wir es ja auch in einem Antrag heute vorgelegt, dass wir uns an der Grundstücksfläche und Gebäudefläche orientieren und es dabei belassen. Ihr Modell, das Modell der Koalitionsfraktionen dagegen, ist maximal kompliziert, aber dafür auch nicht gerechter als andere Modelle. Warum ist das kompliziert? Was ändert sich für die Bürger? Jeder Bürger muss künftig in Deutschland eine Grundsteuererklärung abgeben. Künftig gibt es nicht nur die Einkommensteuererklärung, sondern für jeden auch die Grundsteuererklärung. Wir schätzen, dass es 2.000 bis zu 7.000 neue Finanzbeamte braucht, nur um die Umstellung umzusetzen und die künftige Bewertung hinzubekommen. Ich meine, man könnte doch, wenn es so viele Beamte überhaupt gibt, die man findet, man könnte mit denen auch wirklich Besseres machen. Wir kriegen die Umsatzsteuerkarusselle nicht in den Griff. Wir kriegen Betrugsmodelle wie Cum-Ex nicht in den Griff. Und viele Bürger warten lange auf die Bescheidung ihrer Einkommensteuererklärung. Das wären doch Dinge, wo wir wirklich mehr Ressourcen bräuchten und nicht für die Aufrechterhaltung der Grundsteuer. Und so könnte man weitermachen. Die Bodenrichtwerte gibt es nicht überall in gleicher Qualität. Sie werden also auch noch mehr Gutachter brauchen und, und. Insofern, Herr Minister Scholz, Sie haben gesagt, es wird einfacher. Ich bitte Ihnen an, Sie bringen mir einen Bürger, der nach Umsetzung Ihrer Reform sagt, für mich ist es einfacher geworden. Ich lade Sie zum nächsten Bundesligaspiel des Hamburger Sportvereins ein. Ich fürchte, wir werden nicht gemeinsam dort landen. Aber das werden wir sehen, dass das Angebot jedenfalls steht. Und noch ein Punkt ist anzusprechen, weil wir es tatsächlich nicht verstehen. Offensichtlich unterschiedliche Zukunftsprognosen für den Hamburger Sportverein hier im Raum. Aber ich wollte zurück zur Grundsteuer. Wenn Sie Bodenrichtwerte, wenn Sie Mietspiegel heranziehen, dann hat das doch unweigerlich die Folge, dass da, wo Bodenrichtwerte hochgehen, da, wo Mietniveau steigt, also da, wo die Lage auf dem Wohnungsmarkt heute schon angespannt ist, die Grundsteuer automatisch besonders stark steigt. Wie kann das ein sozialdemokratischer Minister eigentlich richtig finden? Das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich angezeigt wäre. Also Ihr Konzept verursacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand, macht Wohnen gerade in den teuren Lagen noch teurer und wird aus diesem Grund auch die Zustimmung unserer Fraktion so nicht finden. Herr Minister Scholz, liebe Koalitionsfraktion, nun hat ja auch ein Teil der Koalition, vor allem in der Union, erkannt, dass dieses Modell seine Tücken hat. Trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, haben Sie als Koalitionsfraktionen das Modell von Herrn Scholz heute eingebracht. Es ist Ihr Modell, es bleibt Ihr Modell, und für die Bürokratie und auch für die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt bleiben auch CDU und CSU in der Verantwortung. Und nun hoffen Sie auf eine Öffnungsklausel. Das ist ja bemerkenswert. Sie haben eine Koalition, die soll ein Grundsteuergesetz machen. Und Sie einigen sich auf ein Modell, was ein Teil der Koalition, vor allem in der Union, nicht gut findet, trotzdem hier einbringt, aber mit einem Hinterausgang, von dem Sie schon hoffen, dass ihn jeder benutzt. Was ist das denn für eine Stringenz, die wir da sehen in Ihrer Politik? Das zeigt doch, dass Sie eigentlich schon längst in Scheidung leben in dieser Koalition, dass Sie nicht einmal mehr ein gemeinsames Grundsteuergesetz hinkriegen. Und nun brauchen Sie die Opposition, um ein Grundsteuergesetz zu machen, weil Sie es nämlich auf Basis der geltenden Verfassung gar nicht schaffen. Das ist bemerkenswert. Wir werden uns das trotzdem anschauen, denn jeder Bürger, den man vor den bürokratischen Belastungen des von Ihnen vorgelegten Entwurfs schützen kann, hat einen Vorteil. Das heißt, natürlich sind die Öffnungsklauseln besser als das reine Modell, das Sie vorgelegt haben. Wir werden uns das anschauen. Aber es zeigt schon, dass Sie ein ganz schwaches Konzept aufgestellt haben, das Sie selber reparieren müssen durch Öffnungsklauseln. Wir werden das begleiten, aber wir werden Ihnen ganz deutlich sagen, die Grundentscheidung, die Sie getroffen haben, geht in die völlig falsche Richtung bei der Grundsteuer. Danke sehr, Herr Kollege Tonscher. Nur für das Protokoll, haben Sie Herrn Kollegen, an Sie Herrn Bundesminister Scholz ein Spiel in der ersten oder in der zweiten Bundesliga zur Wette angeboten?
Nächster Redner ist der Kollege Jörg Cäsar.